Was nun, Herr Schäuble, nach einem dramatischen Tag der Verhandlungen heute in Berlin, steht offenbar fest, dass es deutsche Milliardenbürgschaften geben wird für Griechenland und für den Euro. Und trotzdem fragen sich heute viele, ist die Währung, auf die wir gesetzt haben vor 10 Jahren, ist die wirklich sicher, ist der Euro zu retten? Also wir haben heute nicht so dramatische Verhandlungen gehabt. Wir haben mit den Vertretern aller Fraktionen Gespräche vermittelt mit dem Vorsitzenden, mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank und mit dem Direktor des Internationalen Währungsfonds, mit Trichet und Strauss-Kahn. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, wie der Stand der Verhandlungen in Griechenland ist. Denn das ist eigentlich Dramatische. In Athen wird durch EZB, IWF und Kommission der Europäischen Union ja im Augenblick verhandelt, was notwendig ist, damit wir Griechenland helfen können, aber vor allen Dingen, damit wir die Stabilität dieser Währung, die 15 Jahre lang stabil war, auch für die Zukunft sichern. Ist der Euro in Gefahr? Ist er zu retten? Ja, der Euro ist zu retten, nicht? Aber er steht, die finanzielle Stabilität der Euro-Area als Ganzes, der Eurozone, auf dem Spiel. Das war ja das, was die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union im März gesagt haben. Wenn diese Situation eintritt, dann müssen wir zusammenstehen und gemeinsam handeln. Es geht also nicht darum, was zum Teil in den deutschen Medien ja mehr und minder geschmackvoll behandelt worden ist, ob wir nun das Geld anderen nachwerfen oder so, sondern wir verteidigen die finanzpolitische Stabilität unserer eigenen Währung. Aber fragen wir nochmal, was wäre möglicherweise früher zu retten gewesen? Denn es gibt ja auch die Vorwürfe aus Brüssel, aus Athen, Deutschland hätte nicht schnell genug entschieden gehandelt, hätte zu lange gezögert und am Ende muss ja jetzt doch gezahlt werden. War die Strategie die falsche, nicht gleich zu sagen im Februar, März, wir stellen das Finanzpaket dahin, um die Märkte zu beruhigen? Schauen Sie, Griechenland muss ungewöhnlich strenge Maßnahmen ergreifen. Das ist auch das, was der Internationale Währungsfonds sagt. Strauss-Kahn hat es heute sehr eindrucksvoll den Vertretern der Fraktionen auch gesagt. Das wird für Griechenland, da muss man auch Respekt haben, ganz schwierig sein für die griechische Regierung, fürs Parlament und für die griechische Öffentlichkeit. Deswegen sollten wir uns die Häme sparen. Dazu war Griechenland lange nicht bereit. Wir hatten lange Mühe, die Europäische Kommission Griechenland zur Reduzierung eines Defizits um 2% zu bewegen. Dann waren wir bei 2,5%. Dann haben wir in einer Sitzung der Finanzminister der Eurogruppe Mitte März, an der ich teilgenommen habe, da bin ich ein bisschen frühzeitig aus dem Krankenhaus, entschieden, es müssen 4% sein. Heute fordert der griechische Präsident, der Präsident der griechischen Notenbank, Griechenland sollte lieber 5% reduzieren. Das heißt, hätten wir nicht so streng darauf bestanden, dass Griechenland die entsprechenden Bedingungen erfüllen muss, dann hätten wir nicht unsere Verantwortung wahrgenommen, nämlich nicht anderen Geld nachzuwerfen, sondern Probleme wirklich zu lösen. Aber Sie sind ja trotzdem von der Entwicklung etwas überrollt worden, Herr Schäuble, denn Sie haben letzte Woche zumindest noch die Hoffnung geäußert, liest man im Europaausschuss, dass Griechenland vielleicht doch gar keine Gelder abfordern muss. Schauen Sie, da muss man einmal für die öffentliche Debatte auch wieder und wieder klarstellen. Diejenigen, die Regierungs- oder offizielle Ämter haben, wie Mitglieder einer Bundesregierung, die müssen sich ja bei dem, was Sie sagen, auch ein Stück weit überlegen, was hat das für Reaktionen auf den Finanzmärkten der Welt. Die griechische Regierung hat bis zum Donnerstag der vergangenen Woche gesagt, sie gehe davon aus, dass sie die Maßnahmen nicht in Anspruch nehmen muss. Es sei nur wichtig, dass das Instrument bereitstelle. Dann kann der deutsche Finanzminister nicht das Gegenteil sagen, die deutsche Bundeskanzlerin auch nicht. Deswegen ist das mit Verlaub einfach ein bisschen nicht sachgerecht. Aber Herr Schäuble, Sie mussten ja doch Ihren Kurs korrigieren, oder? Nein, ich habe übrigens korrekterweise immer gesagt, die griechische Regierung sagt, der griechische Finanzminister hat mir im Zweifel gestern, wir telefonieren oft miteinander, gesagt, wir glauben, wir schaffen es ohne die Hilfe, aber wir brauchen, um die Finanzmärkte zu überzeugen, dass unser Sanierungsprogramm glaubwürdig ist und ausreichend ist. Dafür brauchen wir die Bereitschaft der anderen, uns notfalls zu helfen. Und dann hat sich herausgestellt, nachdem die Eurostat die neuen Daten herausgegeben hat, das war ja der Auslöser der Zuspitzung in der vergangenen Woche, dass das griechische Defizit im vergangenen Jahr noch höher gewesen ist, als man bis dahin angenommen hat, dann sind die Märkte gewissermaßen kollabiert. Und dann hat Griechenland gesagt, jetzt schaffen wir es nicht mehr, jetzt müssen wir am Freitag den Antrag auf Hilfe stellen. Deswegen hat sich von Mittwoch
zu Freitag die Lage verändert. Sie schieben jetzt alles auf Griechenland, Herr Schäuble, aber muss man nicht auch über das reden, was hier in Deutschland geschehen ist? Auch von Politikern der Koalition, selbst der Außenminister von der FDP hat ja am Wochenende den Anschein erweckt, dass man Griechenland am Ende die Hilfe noch verweigern könnte, wenn eben bestimmte Bedingungen nicht eingehalten werden. Hat das nicht diesen Aufstand der Märkte mit verursacht? Das wird zum Teil in europäischen Ländern behauptet, aber so wie wir suchen ja auch andere immer Sündenböcke für die Probleme. Fanden Sie das eine glückliche Äußerung? Der Außenminister, der Guido Westerwelle, hat nichts anderes gesagt, das, was ich auch gesagt habe, was übrigens heute Herr Trichet und Herr Strauss-Kahn in ihrer Weise auch gesagt haben. Nämlich, zunächst einmal brauchen wir, und die Bedingung ist noch nicht erfüllt, ein befriedigendes Ergebnis in den Verhandlungen mit Griechenland, hoffentlich bis zum Wochenende. Das ist die Voraussetzung für alles Weitere, daran arbeiten wir. Und solange man das nicht hat, ist es doch richtig, wenn man sagt, es ist noch nicht entschieden, ob die Bedingungen eintreten. Aber die Frage ist doch, Herr Schäuble, ist da bei der deutschen Politik Populismus im Spiel? Hatte die Regierung Angst, vor dem 9. Mai, vor Nein. der Wahl in Nordrhein-Westfalen, Nein. die Wahrheit zu sagen? Der Nein. SPD-Chef spricht heute von Täuschung. Ja gut, wenn die Opposition tut das, das ist doch klar. Aber wenn Sie die Erklärung der Staats- und Regierungschefs vom 25. März nehmen, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat daran maßgeblich mitgewirkt. Sie hat dort und bei jeder früheren Gelegenheit nie einen Zweifel gelassen. Eine Zahlungsunfähigkeit Griechenlands müssen wir vermeiden, wenn die finanzpolitische Stabilität der Eurozone als Ganzes, und bei Zahlungsunfähigkeit wäre das der Fall, in Frage stelle, in Gefahr wäre, dann würden wir bereit sein, entschlossen zu handeln. Wir haben nie gesagt, wir helfen nicht, sondern wir haben gesagt, wenn die Bedingungen erfüllt sind, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, tun wir es, und deswegen war es kein Populismus mit dem Vorwurf, die einen sagen, wir hätten zu früh, die anderen sagen, wir hätten zu spät. Das ist in der Politik so, damit muss man leben. Aber dennoch war Angela Merkel in Brüssel zunächst Madame No und jetzt wird eben doch gezahlt. Ist sie keine Umfallerin? Das war ja schon der Vorwurf. Ja, der Vorwurf ist aus meiner Sicht völlig unbegründet. Sie hat, ich habe es eben erläutert, genau wie ich auch als Finanzminister, das war immer ganz nahtlos abgestimmt. Ich stimme mich mit der Kanzlerin ab, das gehört sich auch so. Klar, wir bestehen auf harten Bedingungen, damit Griechenland nicht nur jetzt seinen Finanzbedarf wieder refinanziert kriegt an den Märkten, sondern damit Griechenland seine wirtschaftlichen Probleme, die dem zugrunde liegen, lösen kann. Deswegen hat die Bundeskanzlerin immer darauf bestanden, es muss der IWF beteiligt werden. Und Herr Strauss-Kahn hat heute sehr nachdrücklich gesagt, es geht nicht nur darum, für 2 Jahre die Zahlungsfähigkeit Griechenlands sicherzustellen, sondern wir brauchen ein Programm, damit Griechenland im Laufe der Jahre, und 3 Jahre sind das Mindeste, steht aber schon in unserer Erklärung, in der Lage ist, Schulden auch zurückzuzahlen. Das wird ehrgeizig, das wird Griechenland schwere Einschränkungen auferlegen, deswegen sind die innenpolitischen Debatten in Griechenland nicht einfach, da muss man Respekt dafür haben, aber sie sind unvermeidlich. Griechenland zahlt den Preis dafür, dass es, wie andere Länder auch, andere Länder haben auch schon bezahlt, denken Sie an Irland, über die Verhältnisse gelebt hat. Vielleicht eine konkrete Nachfrage. Ist heute klar geworden, wie groß der Finanzbedarf Griechenlands wirklich ist? Da sind es ja jetzt von 120 bis 135 Milliarden in 3 Jahren die Rede. Können Sie das schon bestätigen? Nein, auch Strauss-Kahn hat das ausdrücklich nicht bestätigt, sondern hat gesagt, das können wir am Sonntag, wenn wir ein Ergebnis haben. Wir verhandeln ja darüber gerade mit Griechenland. Das hängt auch ein bisschen davon ab, was das Ergebnis dieser Gespräche ist. Und deswegen kann keiner, der ein Amt hat, und ich habe auch eins, ich sage glücklicherweise, andere sagen leider, aber ich muss mich daran halten. Aber viel weniger wird es vermutlich nicht sein. Und jetzt fragen sich die Bürger, also wir retten Banken, wir retten Griechenland und da soll ein bisschen Steuerentlastung für den Mittelstand nicht möglich sein. Diese Frage hat die FDP aufgeworfen. Ja, aber man muss ja unterscheiden, worüber wir reden. Das haben wir seit Wochen gesagt. Wir müssen gegebenenfalls bereit sein, Griechenland durch Kredite, durch koordinierte, aber freiwillige Kredite aller Euro-Länder bei der Sicherstellung seiner Zahlungsfähigkeit zu helfen. Darum geht es. Diese Kredite, die die Kreditanstalt für Wiederaufbau gewähren soll, zu einem Zinssatz, der weit über dem Zinssatz liegt, zu dem sich die Kreditanstalt für Wiederaufbau refinanzieren kann, muss der Bund verbürgen, eine Garantie aussprechen. Dafür brauchen wir eine gesetzliche Ermächtigung durch den Bundestag. Aber es geht nicht um Haushaltsmittel, sondern es geht darum, dass wir eine Bürgschaft übernehmen. Deswegen hat das eine mit dem anderen nur sehr begrenzt zu tun. Nur kein Experte rechnet damit, dass Griechenland diese Kredite jemals zurückzahlt. Doch, das ist genau der Sinn.
des Sanierungsprogramms, über das jetzt mit Griechenland verhandelt wird. Und der IWF hat gesagt, wir haben das schon öfters gemacht und wir haben es immer erreicht. Es kann kürzer oder länger dauern. Es wird diesem Land große Anstrengungen nicht ersparen können, aber es führt kein Weg daran vorbei. Aber um Innenpolitik, Herr Schäuble, geht es ja auch hier, nicht nur in Griechenland, es geht auch hier darum. Und die FDP sagt, das Geld, was wir dort nun aufbringen für die Botschaften, das fehlt, um am Ende die Steuerentlastung zu geben, die wir den Bürgern versprochen haben. Geht diese Gleichung auf oder müssen Sie nicht am Ende des Tages bekennen, wenn wir Griechenland helfen müssen,